Auch 2013 sind wir für euch auf der CeBIT unterwegs, um für PCGH in Gefahr zu gucken, was hier alles so wirklich gefährlich ist. Hi, wir sind von PCGH in Gefahr und haben gerade festgestellt, dass du gar nicht angeschnallt bist und dabei Auto fährst. Ist das nicht irgendwie verantwortungslos? Nee, das ist kein Problem, das ist ja alles virtuell. Ja. Virtuell, ja. Heute virtuell und morgen im echten Auto, ne? So der fließende Übergang ist zwischen virtuell... Los bin ich nicht, nee. Naja gut, lassen wir es nochmal durchgehen. Ja, wir sind hier bei Fractal Design. Neben mir steht Timo. Mit ihm haben wir ja das PCGH-Gehäuse gelauncht. Aber Timo, ich bin hier ganz entsetzt. Auf eurem Messestand ist ja so ein riesiger Eisblock zu sehen. Das finde ich total verantwortungslos. Was passiert, wenn das Ding jetzt irgendwie kippt oder so? Das kann jemanden erschlagen. Wir lassen dich jetzt gar nicht zu Wort kommen, wir schmelzen das Ding jetzt einfach hier. Ich habe ja noch nicht mal was gesagt. Scheiße, das dauert ganz schön lange, um das zu schmelzen hier. Ja, es wird wahrscheinlich noch bis morgen dauern, bis ich hier fertig bin. So macht ihr das bei PCGH in Gefahr, ja? Jeden Hersteller, der hier auf die Messe kommt und sich was Cooles ausdenkt, direkt den Stand in Brand setzen. Ich glaube ja wohl, er spinnt. Ich erzähle euch auch sehr gerne, wo das herkommt, jetzt nachdem du schon die Hälfte abgebrannt hast. Das ist tatsächlich echtes Eis, geschnitten aus dem gefrorenen Thorn River in Schweden, 200 Kilometer entfernt vom Arctic Circle, beim Eishotel in Jukkasjärvi. Die schneiden ihn in Stücke im tiefsten Winter, storen das über den ganzen Sommer über, damit sie im Herbst wieder das neue Eishotel bauen können. Und für uns haben die immer schon einen kleinen Vorrat, damit wir uns als skandinavischen Hersteller mit diesem coolen Icy Snowy Look and Feel halt immer präsentieren können. Und wir sind da so stolz drauf, das Ding tropft hier auch die ganze Zeit so ein bisschen runter. Also bevor das Schmelzwasser da über die Kanten geht, muss ich auch weg sein auf dem Weg nach Hamburg, weil ansonsten der Chef von der API mich irgendwie jagen wird bis in alle Jagdgründe. Aber bis dahin werde ich hier weg sein. Jetzt hast du diesen Vorgang natürlich auch noch ein bisschen beschleunigt. Da danke ich dir sehr für, Daniel. Immer sehr schön, dich zu sehen, sehr schön, deine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Willst du das Beste für uns? Ich weiß, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, gerne. Ne? Wenn wir helfen können, sind wir natürlich immer immer zur Stelle, ja. Allzeit bereit, die PC Games Hardware. Sowieso. Sehr schön, danke dir. Timo, wir waren aber noch nicht wirklich in Gefahr, ne? Du warst noch nicht in Gefahr, das heißt, der PCGH in Gefahr. Kleiner Wettbewerb. Wer zuerst die Hand wegtut, der ist ein Mädchen. Also, auf geht's. Auf die Plätze. Ich sag euch, das brennt ganz schön, ne? Es ist auf jeden Fall krass kalt, ne? Ja. Ich finde es auch. Das ist nicht ohne, ja? Das tut schon weh, ja? Ich meine, der Klotz, das wiegt 1,5 Tonnen, massives Eis. Der steht hier auch ein paar Tage, bis der irgendwie weggeschmolzen ist. Und das ist, also mir werden jetzt schon die Finger blau. Du verlierst sowieso. Auch so du kannst es gleich sein lassen. Ja, du kannst es sein lassen. Du verlierst. Okay, ich bin das Mädchen. Mädchen, siehst du? Aber PCGH war wenigstens in Gefahr. So, wir sind hier bei einem Hersteller. Der wirbt damit, dass man quasi unzerstörbare Notebooks hat. Ist das richtig? Unzerstörbar nicht, aber für den Hausgebrauch unzerstörbar, Für den Hausgebrauch unzerstörbar. Hausgebrauch ist... Oh, mir ist gerade was runtergefallen. Ja, es läuft noch. Es läuft. Es ist zwar ausgegangen, aber wie man sieht, es funktioniert. Hallo. Hallo. Ich sehe hier oben sind irgendwelche Drohnen. Sind die irgendwie von der US-Armee gesponsert oder hergestellt? Nee, die sind aus dem Siegerland. Okay. Ja. Und was kann ich jetzt damit machen? Damit können sie primär natürlich fliegen, unbemannt natürlich. Okay. Und sie können die einsetzen für eine Vielzahl von Anwendungen. Also vom Mapping, vom klassischen Karten erstellen bis hin zur Industrieinspektion von Dächern, Solarparks, Windanlagen, Gaspipelines, Powerlines und so weiter und so fort. Was für eine Leistung hat das? Was passiert jetzt, wenn ich da jetzt eine Gurke reinstecke in die Propeller? Also da hätte die Gurke, glaube ich, schlechte Karten. Die würde sicherlich in einige Bestandteile zerlegt. Gerade jetzt hier mit der neuen MD4 3000 haben wir 1 Kilowatt Leistung pro Antrieb, also 4 kW, die da werkeln. Da hat die Salatgurke dann schlechte Karten. Und was kostet das Teil? Also geht los so ungefähr bei 40.000 Euro bei der großen. Das ist jetzt die ganz neue MD4 3000. Wir haben aber auch kleinere Systeme im Angebot, die starten dann so bei 8.000 Euro. Okay, super. Ich würde sagen, wir leihen uns das Ding einfach demnächst mal aus und gucken einfach so, was Salatgurken und so weiter wirklich, wie widerstandsfähig die da sind im Vergleich zur Drohne. Interessant, ja. Das schauen wir uns dann einfach mal in einem gesonderten Video an. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bis bald. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung, das ist ziemlich gefährlich, was Sie hier machen. Bitte setzen Sie sofort die Brille wieder ab. Ja. Und jetzt nach Hause gehen. Das ist einfach viel zu gefährlich, einfach so ein Ding aufzusetzen. Nee, das macht doch Spaß. Ja, irgendwann kann man nicht mehr zwischen Realität und Wirklichkeit unterscheiden. Doch, immer.
man muss einfach nur nicht so viel Online-Spiele spielen. Also ganz einfach. Ja, genau. Aber damit lässt sich doch bestimmt super Killerspiele spielen und dann. Aber das ist doch. Sachen möchte ich jetzt nicht aussprechen, was da damit ist doch dann. Keine Waffe dran. Ja, das sagen Sie. Ja, das müssten Sie ausprobieren. Na gut. Ja, das hier scheint auch ziemlich gefährlich zu sein. Hier haben die quasi ein iPad montiert und einen Dremel. Na so, jetzt drücke ich mal den Startknopf. Der scheint irgendwas wegzupolieren. Also das sieht doch schon ziemlich gefährlich aus. Aber wir haben es schon kaputt gemacht, weil der Startknopf funktioniert nicht mehr. Hier haben wir was ganz Gefährliches entdeckt. Dieser Stand hier hat einfach meine Namensrechte geklaut und wirbt hier mit Wadi. Den stelle ich jetzt mal zur Rechenschaft. Hallo, Entschuldigung. Hallo. Ich habe gesehen, dass Sie hier einfach meinen Namen geklaut haben. Frechheit, warum? Ich heiße hier so und Sie drücken das hier auf. Wie ja, kann das sein? Ist aber ähnlich. Ja, ähnlich. Das ist mein Spitzname. Wadi ist ein Spitzname? Ja. Sehr coole also Sache. Ich muss das jetzt gleich der Messeleitung hier melden. Eine, das kann Frechheit. Natürlich nicht sein. Ja, ja, ich weiß. Kriegen wir eine Klage, oder? Mindestens. Also, auf geht's zur Messeleitung. So ein Schwerpunktthema auf der CeBIT haben wir auf jeden Fall schon mal entdeckt und das sind diese Kampfdrohnen hier, die quasi den User total überwachen sollen. Wie man hier sieht, dieses riesige Modell. Ja? Und stellen Sie sich vor, das Ding stürzt ab und meine Hand ist irgendwie dazwischen. Da möchte ich nicht mehr ausdenken, was da passiert. Also schon ziemlich gefährlich. Kriegen Sie überhaupt Luft? Das Leben einer Ameise scheint doch ziemlich gefährlich zu sein. Ja, es ist auch gefährlich. Gefährlich und sonst alles klar? Ja, macht Spaß. Und trinken und so? Geht das auch? Ja, wenn ich das Ding abnehme, ja. Ach, das kann man abnehmen. Das ist ja echt heitig. Na ja, gut. Aber scheint wirklich gefährlich zu sein. Nehmen wir Flyer mit? Nein, wir mögen keine Flyer. Ich glaube, ein weiteres Problem der diesjährigen CeBIT, nachdem viele Aussteller aus Asien kommen, haben doch einige Angst vor Moskitos. Deswegen haben die hier überall diese Moskitonetze aufgestellt. Also auch ziemlich gefährlich hier auf der CeBIT. Wobei, Mücken gibt es hier keine, ne? Alpenföhn, die machen kühler. Da hinten habe ich den Marc Sauter entdeckt. Was treibt der hier? Ah, also Alkohol ist ja ziemlich gefährlich, wie wir alle wissen, ne? Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt einen kleinen Wettbewerb. Wer am schnellsten ausgetrunken hat? 3, 2, 1. PC Games Hardware gegen EKL. Ja, Marc ist gut dabei. Bitte daheim nicht nachmachen. Alkohol ist wirklich böse. Hier sind absolute Profis am Werk. Daheim bitte nicht nachmachen. Also das hier ist ein 84 Zoll Gerät. Und das Einzige, was hier wirklich gefährlich ist, sind die 1000 Fingerabdrücke von Messebesuchern und die tausenden von Bakterien, die hier wahrscheinlich auf der Glasoberfläche verteilt sind. Wir müssen gleich wieder weiter. So, auch ziemlich gefährlich sind die 3D-Drucker. Hier sieht man das, das ist komplett offen. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da jetzt reinlange. Ob das jetzt hier flüssiges Quecksilber ist oder was da jetzt passiert, wenn ich mit der Hand einfach reinlange. Ne? Der Kollege guckt schon ganz irritiert und ist ganz geschockt. Ne? Aber die Frage ist wirklich, was passiert? Aus was besteht das? Ist das jetzt heiß? Wer Terminator 3 angeguckt hat, der weiß, wie sich sowas verformen kann. Ne? Und ich denke, das ist genau das Gleiche. Ja, hier steht der Kollege Frank Stöber neben mir. Ja. Hast du eigentlich was Gefährliches entdeckt hier auf der CeBIT? Ja, gefährlich viele Menschen. Gefährlich viele Menschen? Ja, obwohl heute ist nicht so schlimm. Ich finde, das ist heute nicht der Fall. Also wenn man das anguckt, wie wenig Hallen doch gefüllt sind. Eben da bei Cooler Master, da war da so eine Wasserkühlung, das sah alles ein bisschen gefährlich aus. Aber ansonsten, liebe Leser, habt ihr ja gesehen, was hier alles wirklich gefährlich ist. Ja, wir sind natürlich immer am Start und suchen uns die gefährlichsten Perlen hier raus. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Jahr.